Und willkommen zurück. Wir werden jetzt noch ein bisschen Piratenjagd machen und hoffen, dass sich die Versorgung mal wieder irgendwie stabilisiert. Weil so wirklich ja, die Hochräder, das liegt am Öl. Da warten wir auf den Öltanker. Ich brauche noch 5 Minuten. Schiff unter Beschuss. Weiß aus. Schön Schiffe. Die Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Tja, das war's wohl. Ja, das ist ein bisschen garstig. Aber kann ich jetzt tatsächlich gerade nichts dran ändern. Schiffe sind zu verstreut. Schiff unter Beschuss. Ja, kann ich leider nichts ändern. Die Windsport 2 können wir da draufsetzen. Das war's. Zu den Fischen. Garstiger Pirat. Flotte bereit zum Feuern. Ein Schiff wurde zerstört. Ja, ersetzen wir gleich mal Windsport 2. Wo ist sie denn da? Gespeichert. Sehr ärgerlich. Formation einnehmen. Okay, eins nach dem anderen. Sonst wird das hier nie was. Danke. Könnten wir hier die dicke Bär da hier. Schiff unter Beschuss. Passt aber auch nirgends mehr hin. Ärgerlich. Stellen. Nur wieder ein Schiff unter Beschuss. Ja, jetzt sind sie. So. Dann fahren wir gleich mal weiter. Kann er doch gar nicht. Hä? Echt jetzt? Okay. Schiff unter Beschuss. Das ist das Schiff unter Beschuss. Flotte zum Angriff! Ja, ja, den räumen wir auf. Das kriegen wir hin. Jetzt fehlt hier Scharfenverteidigung. Nee. Aber, zu dem. Feindliches Ziel erfasst! Schiff unter Beschuss! Schneller! Schiff unter Beschuss! Geht ja schon wieder stiften, ja. Den verfolgen wir aber einfach. Den kriegen wir schon. Hier ist etwas Stauern an dieser Route. Ach. Ja, die Spanten brechen. Ein Schiff wurde zerstört. Ah, was war denn das jetzt? Und welches? Trauben. Ja, müssen wir gleich dann gucken. Jetzt habe ich gerade keinen. Jetzt gehen wir erstmal das hier verfolgen. Schon. Setzen wir erstmal 1:1. Los, fangt an zu schießen.
Jawoll. Er sinkt es. Okay, und dann machen wir hier weiter. Flotte, zum Angriff! Die Leute gehen auf die Barrikaden. Unser Klipper. Schiff unter Beschuss. Route eingezeichnet. Ja, vielleicht sollten wir wirklich nochmal eine dicke Bärte aufstellen. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Warum? Wo? Schiff unter Beschuss. Parity. Mit Polizei haben wir, aber Schiff warum? Vom Stapel gelaufen. Was fehlt euch? Boxclub. Kirche, ja, gut, aber bleibt mal auf dem Teppich. Versenkt. So aus. Dann die. Flotte bereit zum Feuern. Der Öltanker ist fertig. Sehr gut. Wo ist denn unsere Ölroute? Hier gleich mal verstärken. Auf geht's. Bereit zum Auslaufen. Ja gut, da oben hast du jetzt nichts, aber warte mal, wo ist er? Da kommt er. Direkt auf uns zu, sehr gut. Ah, jetzt ist er zu. Ha, zu spät. Aber er ist ganz schön flott unterwegs. Bleiben wir aber dran. So, wie sieht's hier aus? Die Hochräder, die Glühbirnen. Hatte ich nicht Glühbirnen? Wollte ich nicht Glühbirnen kaufen gehen? Mehr Druck im Kessel. Ja, darum bist du doch hier. So ein Zufall. Ich bin selbst gerade erst zurückgekommen. Dies finanziert meine nächste Exkursion. Das ist schön, Bente. Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, ist schon fertig. Nee, das war die für die Trauben. Sie denn? Da, die Seepferd Nummer 3. Nicht, dass sie gleich rumjammern, dass sie keinen Sekt mehr haben. Das mangelt an Kraft. Sehr gut. Und jetzt den hier. Zum Angriff. Genug Süßwassermatrosen versenkt für heute. Ja, wir brauchen noch ein Sei bisschen. Sei froh, wir lassen nur selten jemanden am Leben. Dann werden wir mal hier hingehen. Und dann toi toi toi. Hier ist bestimmt noch Stromprobleme, ja. Dann hatten wir noch das Kautschukproblem. Das, ja gut, das ist wahrscheinlich inzwischen untergegangen. Ich weiß nicht mehr, wo sie das abgeschossen hatten. Nun gut. Hier hätten wir noch eine große Insel, auf der es sogar Öl gibt. Guck mal, da können wir das Ölproblem auch von hier aus dann im Notfall lösen. Denn hier. $2,8 Millionen. Da kriegen wir doch wieder einen Anteil von denen. Jawohl. Sie erwerben mit meinen Anteilen auch meine Ideen. Ja, wenn du meinst. So, Glühbirnen schaffen wir jetzt gerade wieder hierher. Aber das ist mit dem. Das ist, glaube ich, liegt alles nur an der Elektrizität. Liegt alles nur am Öl.
Investoren fielen. Naja, können wir ja nicht. Nähmaschinen. Ach ja, warte mal, Nähmaschinen. Da sollte der Clipper hin, der soll die Nähmaschinen beim Archie kaufen. Das ist von großer Bedeutung für Königin. Polter die Polter! Zigarren. Moment, kommen wir zurück. Die nimmt sie erwarten mit. Neue Horizonte. Das nehmen wir gleich mit. Wie viel? 23 Tonnen. Na, komm, noch ein Stückchen. Komm näher. Komm näher an den Steg. Ruder übernehmen. Jetzt. Zigarren. 1, 2, 3. So. Steuermann. Spielstand gespeichert. Tja. Wie lange das mit dem Öl dauert. Brauchen wir auch ein ganzes Stückchen. Bringen Sie frohe Kunde? Ja, natürlich, immer. Wenn ich mir diese kleine Flapsigkeit erlauben dürfte. Bereit für den allererste Saal. Herrje, mein Magen krampft wieder. Können wir noch mitnehmen? Grammophon. Nehmen wir noch ein paar Taschenuhren mit. 100.000, ja, die Taschenuhren sind teuer. Aber wir nehmen sie trotzdem mit. Sind unterwegs. Das alles ist Mist hier. Da der mit uns ja keinen Handelsvertrag eingeht. Das war der falsche. Was soll dieses jämmerliche Gekritzel? Ach, der ist schon garstig. Ich bitte Sie, bringen Sie. So. Taschenuhr hätte ich wahrscheinlich gar nicht kaufen brauchen, oder? Na, wobei, sicher, sicher. Das läuft zwar, aber ist noch nicht so. Sein könnte. Ach, hier sind die du Gebiete. Treibst durch meine schwärzesten Gedanken wie ein Geisterschiff. Ja, da werden wir dich auch wieder hinbringen zu Geisterschiffen. Was verkauft er denn noch so schön? Welch höchst erfreuliche Überraschung. Werte Bente nicht Gold? So ein Zufall. Ich bin selbst gerade erst zurückgekommen. Mhm. Würde sogar gehen. 300.000 können wir das Lager mit ganz gut voll machen. Es sei denn, wir brauchen es nicht. Mal gucken. Gold. Ne, können wir uns mal. Das können wir uns mal gönnen. Gold herholen hier. Ei. Da kommen die Nähmaschinen. Die Straßen sind wieder sicher. So, wie sieht's hier mit dem? Wir wären dann soweit. 900, das sieht gut aus. Noch kein Öltanker in Sicht. Okay. Na, zeig oh, mal. Pünktlich auf die Minute. Wie Maschinen. Immer. Ja, haben wir ja keine Änderungen? Wirklich? Keine Änderungen? Da kommt die Samsung 2. Würde bedeuten, dass hier wieder Öl ankommt, oder? Dann müssten hier ja Öltanker irgendwo. Ach, da fährt er gar nicht. Der ist leer. Das Ding ist fast voll. Da kommt der andere. Neue Lieferung. Der ist auch voll. Ja, wir brauchen 3 Öltanker, sonst versickert das alles hier, würde ich sagen. Schauen wir mal.
Bereit für den Einsatz. Du musst einfach einen Tee mit mir trinken. Gut, ja gut. Öl. Die Garen. Ne, jetzt interessieren wir uns erstmal fürs Gold, damit wir das ein bisschen ins Lager reinkriegen. Ja, Tanker bereit. Ja, mit dem Öl ist nicht weit her, ja. Gut, hier müssen wir auch drei versorgen. Was brauchen die eigentlich? Nicht so wirklich, steht nicht dran. Einiger. Okay. Ach, der hat noch das Ding hier. Das hätte ich gerne zurück. Dankeschön. Ihr könntet ruhig mal nach vorne kommen. Flotte segelt in Formation. Der holt er von 6. Neue Befehle? Okay, Pelzmäntel. Halt! 150 hergebracht. Und das sind. So, was kaufen wir jetzt noch? Ja? Baumwolle. Dann die Route. Baumwolle? Nee, Kaffee war das drin, ne? Kaffee und Baumwolle. Maschinen. Da. Das wäre noch Unsinn machen. Wir fahren von nach da. Prosperity. Da laden wir die Baumwolle ein, dann fahren wir nach da, dann den Kaffee ein, dann nach da und nach da. Reicht das nicht? Kaffee ist hier auch komplett alle. Saufen die auch so viel Kaffee? Ah ne, Entschuldigung, falsch hin. Hier wollte ich gucken. Hier, so, nochmal. Hier, so. Kaffee. 150 mit, das sollte gut gehen. Das könnte jetzt höchstens sein, weil das, weil wir hier noch transportiert haben, dass darum hier zu wenig Baumwolle einfach vor Ort war. Dann sollte sich das mit der nächsten Runde eigentlich auch geben. Pelzmäntel, das ist unglaublich mit diesen Pelzmänteln. Oh, ist das nicht ein wunderschöner Tag? Hier vielleicht? Nee. Sieht's hier aus? Nur Arbeitskleidung, aber keine Pelzmäntel. Schauen wir nochmal hier. Vielleicht vertickt sie hier ein paar Pelzmäntel. Nee, aber rum tut sie da verticken. Maschinen. Holzfurniere jetzt. Meine Treuhänder helfen auch dir nur zu gerne bei der Stadtplanung. Nee, hier. Baumwolle. Hier. Auch nicht, aber rum. Na ja, gut, rum, wo wir rum herkriegen, wissen wir. Jetzt verkauft die Bände. Momentan zumindest. Aber uns fehlen nur Pelzmäntel und. Diese Pelzmäntel. Eigentlich, nee, der hat kein. Liefert ihm doch mal Öl.
So wird das doch nie was. Nun gut. Hochräder immer noch, ne? Aber ich glaube, die Bente verkauft auch keine Hochräder, oder? Ich freue mich so sehr über deinen Besuch. Ja, bestimmt auch. Schiff vom Stapel gelaufen. Ah, da ist der nächste. Stillgestanden, der Admiral. Fehlen uns noch drei, oder? Spielstand gespeichert. Können wir gerade nicht so viel machen. Bier, guck mal hier. Da war alles genug von. Oben ist ein bisschen knapp. Kisten unter Deck! Ich fahr mal. Drüben bei der Bente mal eine ganze Fuhre rumherholen. Bis dann die Schiffe da oben fertig sind, damit wir neue Frachter bauen können. Dann werden wir die Routen auch mal optimieren. Ja. Pelzmäntel gibt es ja immer auch nicht so viel. Baumwolle. Ach ja, apropos Baumwolle. Ja, ja, da fällt mir was ein. Baumwolle. Wir wollten doch noch, genau. Das würde sogar reichen, aber da können wir noch ein zweites Schiffchen fahren lassen. Also bauen wir noch mehr Baumwolle. Wo war denn das mit der Baumwolle? Wo war es denn hier, ne? Ja. Mit etwas mehr Liebe. Jetzt wollen sie so einen blöden Boxclub haben, der passt doch wieder nirgendwo hin. Ah, wobei hier das. Na, das ist doch alles doof. Nee. Oh, hier könnten wir da. Wo passt der hin? Da passt der hin. Ein bisschen abseits. Ja, so. Aber das Ende. Ach, Ponchos, jetzt fehlen hier schon der Pon. Wie sieht's denn hier mit den Alpaka-Fältigern aus? Was waren die denn? 200! Das heißt, wir können auch mal eine Poncho dazu bauen. Wo immer die hinpasst. Passt nirgends hin. Kommen wir an ein Lagerhaus. Was ist denn ein Lagerhaus? So, warum ist da ein? 108, weil die nicht voll sind.
Ponchos. Tortillas, ja. Die Tortillas sind auch knapp, ne? Wo ist denn Tortillas hier eigentlich hergestellt? Das Rind und Mais. Mais haben wir genug. Wo ist das Rind? Rind haben wir auch genug. Können wir noch eine Tortilla-Farm hinstellen. Moment, die stellen wir mit hier oben hin. Ja. Mal den Weg ziehen. So, und jetzt die Tortilla-Fabrik. Bäckerei. So, auf dass das mit Tortillas vielleicht auch noch was wird. Jetzt haben wir ein bisschen der Knappheit an Einwohnern. Ja, ja, so. Du hältst dich wohl für was Besseres. Ich glaube, so könnte es gehen. Dann. So. Hoffen wir mal, das reicht. Was fehlt euch denn jetzt schon wieder? Das ist doch. Na gut, Ponchos haben wir gerade gemacht. Ach, jetzt wollen sie auch noch. Jetzt wollen sie auch noch Zigarren haben. Das heißt, ich will denn die Zigarren haben. Ich werde ihre Taten nicht vergessen. Ach, hier hinten. Die Zigarren drinne? Ja, gut, wann haben wir noch? Da kommt ein Öltanker und der wird voll. Ja, Tanker bereit. Da kommt das. Ah nee, das ist Kaffee und Baumwolle. Das ist noch gar nicht das andere Schiffchen. Das fährt noch. Okay. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Inspektoren. Ja, sammeln wir auch. Tja. Ah, jetzt haben wir über 1000 Junior. Das heißt, das Pelzen, okay. Ja, wird wieder ein bisschen enge. Das Baumwollschiff ist ja erst unten. Und wie lange es braucht, um wieder hier hochzukommen. Wobei das gehen könnte. Wir haben jetzt 16 Pelzmäntel hier. Und hier haben wir 15. Das nehmen. Kautschuk haben wir auch. Kautschuk brauchen wir eigentlich für die Stufe. 300. Ah. Bereit für den Einsatz. Wenn das jetzt alles anfängt zu laufen und jetzt auch das mit dem Öl mal vielleicht klappen könnte. Da kommt das erste Schiff. Besetzt die Station. Ich glaube, das wird noch ziemlich leer. Aber da müsste ja das zweite auch nicht weit weg sein. Da drinne. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ah, das war unser. Genau, wo ist es? Da. Mehr Druck im Kessel. Jetzt fahren wir mal.
Hier hin. Zum Horizont! Warum? Die wollten auch. Die wollen auch rum haben, ne? Aber das rum, das passt. Achso, dann liefern wir das rum, den rum hier mal her. Darum ist das gerade wahrscheinlich hier ein bisschen knapp, oder? Genau, darum ist es da so knapp. Ja, dann machen wir mal. Jetzt muss ich da erst füllen, das Lager. Dann fahren wir mal mit dem hier unten hin und. Ja, Tanker bereit! Also sind ja Maschinen laufen. Der ist auch voll und wir haben auch noch viel. Da können wir tatsächlich noch ein Schiffchen fahren lassen. Das werden wir dann doch mal tun, sobald die Kriegsschiffe fertig sind. Dann machen wir noch einen dazwischen. Moment. Sind wir rechtzeitig da? Ja. Auch dann machen wir das so. Noch ein Öltanker. Und dann noch zwei von denen. So. Spielstand gespeichert. Damit sollte dann aber das Ölproblem wirklich mal gelöst sein. Gut, das erste Schiffchen wird leer. Hilft ja nichts. Die anderen beiden Schiffe sind mein jetzt auf dem Weg. Magen spielt wieder verrückt. Ich muss mir das hier an sie übergeben. Und ab geht die Post. Flotte bereit zum Feuern. Na, das geht schon von alleine, ne? Wir müssen es ja noch eh nicht schaffen. Also fahren wir mal her. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Der Hafen wird angegriffen. Ja, eine Krankheit, wo? Das sollte sich von alleine lösen. Da kommen die Krankenwagen. Das sind alle im Einzugsbereich. Schicken wir mal alle raus. Ja gut, nee, warte mal. Flotte beginnt Geleitschutz. Warte mal nach hier. So, und ich hatte doch... Da ist er. Dann nehmen wir doch den, um die einzusammeln. Zack. Die müssen wir bloß noch dann... Ja, passt. Das war easy. Und dahin. Ne? Steuermann. Ja. Ja, Steuermann. Dreh das Steuer, genau. Sie haben es in vollen... Halladrio, das macht mich froh. Bitte nicht singen. Bitte nicht. Ein neuer Auftrag? Ja, nie. Gerade nicht. Aber wir müssen mal gucken in der nächsten Folge. In der nächsten Folge sollte auch das Ölschiff fertig werden. Ja. Schicken wir das auch noch mit drauf und dann... paar Minuten später hoffentlich ist dann dieses elendige Öldebakel endlich mal weg hier. Das ist ja... Die Formel ist unvollständig. Ach ja, wartet mal, wir wollten ja auch noch... Das ist so aufregend, die Meere. Stimmt, wollten wir da nicht den Clipper hinschicken, wegen dem Gold? Wir erwarten neue Horizonte. Nee, die wollten wir da hinschicken. Warum steht denn die hier drum rum? Egal, wir fahren beide Schiffe runter. Und besorgen uns das Gold dann in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao, ciao.